Hey! Coole, hohe linke Sache. Hier zu Volkertswil findet das Freedom Festival statt. Da treffen sich Leute von den Freiheitstrichlern, von der Graswurzelbewegung und auch rechtsorientierte Aktivistinnen. Es wirkt wie einfach so ein wilder Mix an Personen und Gruppierungen mit kontroversen bis zum Teil auch problematischen Ansichten. Das Motto: absolute Freiheit und fertig mit Cancel Culture. Das ist ja ein Freedom Festival, wir haben hier einfach ein bisschen Spass. Wenn man einfach abblockt, werden die Leute genau in Radikalisierung treiben. Gegner und Gegnerinnen von dem Festival befürchten, dass sich hier Corona-Skeptikerinnen, Verschwörungstheoretiker, Staatsverweigerer und sogar Rechtsextreme könnten treffen und gegen unsere Demokratie vorgehen. Das ist auch gefährlich, wenn sich die Leute an einem Ort so stark vernetzen und ihre Ideologie verbreiten. Die Beteiligten reden von Freiheit, aber wie weit kann man für die gehen und mit wem macht man sich da gemein? Um den Feind im Inneren auszumerzen. Und dort stehen gerade die zwei Aushängeschilder der jungen Tat. Jetzt definitiv kann man raus. Das Freedom Festival ist schon recht diskutiert worden, noch bevor es überhaupt angefangen hat. Und auch der Leroy, er ist wieder Jungfreisinniger, hat das Team Freiheit gegründet und wird am Festival an einem Podiumsgespräch teilnehmen, ist immer wieder in den News. Zum Beispiel wegen dem Video, wo er so tut, als würde er sich innerhalb von 10 Sekunden 4 verschiedene Drogen reinhauen, weil er findet, dass sie legalisiert werden sollten. Oder wegen seiner Stopp-Lockdown-Initiative während Corona. Richtig? Nein, falsch. Sowas von falsch sogar. Und in diesem Video zeige ich, warum. Auch jetzt gerade hat er wieder Aufmerksamkeit. Er reicht nämlich zusammen mit anderen gerade eine Initiative ein, die das Ziel hat, dass die SAG, wo wir ja auch dazu gehören, weniger Geld zu bekommen. Hi, Michelle. Es sind recht viele Medien vor Ort, hast du erwartet? Ja. Das Thema ist ja schon spannend für die Medien, weil es die Medien betrifft. Mhm. Darum habe ich schon damit gerechnet, dass da der eine oder andere auftaucht. Machst du generell gerne Themen, wo die einfach die Aufmerksamkeit auch garantiert ist? Ich glaube, es braucht einen Mix. Ich glaube, es braucht die Themen, wo du Aufmerksamkeit generierst, ja, wo du kannst auf dich aufmerksam machen. Und dann braucht es aber auch natürlich unsere politischen Kernpunkte, die wir bearbeiten, die dann vielleicht weniger spannend oder sexy sind. Du bist ja Gründer vom Team Freiheit. Yes. Was ist das? Das Team Freiheit ist eine Kampagnenorganisation, eine bürgerliche, mhm, die wir gegründet haben, um die bürgerliche Politik zu unterstützen in der Mobilisierung. Inwiefern fühlst du dich denn eben nicht frei oder zu wenig frei hier, mhm, bei uns in der Schweiz? Ich glaube, grundsätzlich sind wir in der Schweiz sehr frei und ich fühle mich auch mega frei. Ich glaube, es geht ein bisschen darum, dass man auf die Entwicklung schaut. Ich glaube, es gibt einen Trend, um immer mehr Verbote zu haben, immer mehr Einschränkungen zu haben, dass immer mehr mitgeredet wird, wie man zusammenleben sollte. Und in diesen Punkten fühle ich mich nicht frei. Was gibt dir denn das Gefühl, dass das jetzt vermehrt passiert? Ich habe das nicht quantifiziert. Es ist für mich ein Gefühl, dass sich es ausbreitet. Du fällst ja schon auch damit auf, dass du auch ein bisschen gegen Verbot bist. Also sagen wir Tempo 30, du bist für die Legalisierung von Drogen, auch gegen den Lockdown warst. Bist du auch mal per se gegen Gesetz und Verbot? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, dort unterscheide ich mich auch zu libertären Personen. Ich will mich selber nicht als libertär bezeichnen. Ich glaube, es braucht einen Staat und es braucht Regeln im Zusammenleben. Aber ich glaube, wir haben momentan ein bisschen zu viel und es nimmt ein bisschen ungesunde Züge an. Jetzt findet ja dann bald das Freedom Festival statt. Du bist auch vor Ort. Inwiefern sind denn ihr als Team Freiheit involviert? Ja. Wir sind zu Beginn angefragt worden, ob wir das unterstützen. Wir haben das geprüft, wir haben geschaut, wer sonst mitmacht. Und wir sind bei weitem nicht mit allen einverstanden oder mit allen Meinungen dort einverstanden. Aber wir sind der Meinung, es hat dort keine Extremisten, sondern es ist ein politisches Festival, wo man seine Ideen diskutieren. Ich habe das Gefühl, am Freedom Festival werden wir wahrscheinlich zu den gemäßigsten gehören von den Vereinen. Und ich glaube, es ist eine schöne Chance, um mal auch zu hören, was sind die Anliegen der anderen. Jetzt nimmst du ja an einem Podiumsgespräch teil. Mit wem wirst du dort auf der Bühne sein? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht auswendig. Ich habe mich noch nicht so wirklich vorbereitet auf das Podium. Ich würde jetzt nie auf das Podium mit einer jungen Tat oder so. Die distanzieren wir uns klar. Die junge Tat wird von verschiedenen ExpertInnen klar als rechtsextreme Gruppierung eingestuft. Sie veröffentlichen recht professionell wirkende Videos in den sozialen Netzwerken. Europol warnt vor ihrer Kommunikationsstrategie. Sie werden eine wichtige Rolle spielen in dieser Reportage. Aber mit Corona-Skeptiker sehe ich jetzt kein Problem, auf ein Podium zu gehen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man
den Diskurs führt und nicht einfach abblockt, wie das von vielen gemacht wird. Weil, wenn man einfach abblockt, werden die Leute genau in Radikalisierung treiben. Nur weil Leute behördenkritisch sind, sehe ich es nicht unbedingt, dass sie nicht mehr demokratisch abholbar sind. Aber was ist jetzt das genau für ein Festival? Auf ihrer Homepage schreiben sie, dass es wird Live-Musik geben wird. Man sieht auch, dass es Messestände geben wird, Podiumsdiskussionen. Und dort treten vor allem Repräsentantinnen von Gruppierungen auf, die sich in der Gesellschaft nicht genug repräsentiert fühlen oder mit ihren Ansichten immer mal wieder auch anecken. Und ich finde es jetzt irgendwie recht schwierig, um den Überblick zu behalten. Es wirkt wie einfach so ein wilder Mix an Personen und Gruppierungen mit kontroversen bis zum Teil auch problematischen Ansichten. Zum Beispiel der Markus Kral. Er wird am kontroversesten diskutiert. Er ist Mitglied bei der rechtslibertären Atlas-Initiative und die Zeitung Die Zeit hat recherchiert, dass er Kontakt hatte zu der Reichsbürgerszene aus Deutschland. Das ist eine Szene, die den Rechtsstaat ablehnt. Aber auch Priska Würgler. Sie ist Mitbegründerin der sogenannten Graswurzelbewegung. Auf den ersten Blick wirkt die Bewegung recht harmlos. Sie backen zusammen Brot und sammeln Kräuter. Aber laut der Sekteninformationsstelle Relinfo befürwortet sie gefährliche Alternativmedizin und Verschwörungsmythen und sie müssen ein eigenes Bildungssystem aufbauen. Und sie hat im Interview mal gesagt, dass sie gerne den Staat abschaffen würde. Und er, der sich selber auch Winnetou nennt, das ist der Daniel Stricker. Er ist einer der bekanntesten Corona-Massnahmen-Skeptiker in der Schweiz und der Host vom Freedom Festival. Es ist gerade alles etwas anders gekommen als erwartet. Sie hat nämlich gerade den Leroy angerufen und gesagt, dass er und das Team Freiheit sich vom Festival werden zurückziehen. Der Grund: Das Programm ist knapp eine Woche vor dem Festival geändert worden und jetzt wird auch die Bewegung Massvoll vor Ort sein. Und Massvoll, das ist eine Bewegung, die sich massiv gegen Corona-Politik vom Bund gewehrt hat. Und ihrem Präsident ist auch eine recht umstrittene Figur. Nicola Rimoldi ist vielen als Corona-Massnahmen-Kritiker bekannt. Zurzeit ist er recht in der Kritik, weil er in Wien an einer Demo mitgelaufen ist, wo auch Rechtsextreme teilgenommen haben. Und auf dem Rückweg hat er einen Halt in Braunau gemacht. Er sagt, dass ihm nicht bewusst sei, dass das der Geburtsort von Adolf Hitler ist. Er zeigt sich auch mit Rechtsextremen wie mit dem Österreicher Martin Sellner. Zusammen mit anderen von Massvoll kandidiert er den Herbst für den Nationalrat. Die Juso Zürich-Oberland findet, dass das Festival gar nicht erst stattfindet. Sie sagen nämlich, dass zutiefst demokratiefeindliche Personen und Organisationen dort werden vor Ort sein. Und darum sind sie auch gerade da eine Aktion am Planen, um den Anlass irgendwie zu stören. Und einer von diesen Köpfen hinter dem Ganzen, das ist Anna Istolder. Das ist unser Bastelraum hier drin. Sind auch fleissig gewesen? Ja, voll. Gestern haben wir ganz viel gebastelt und gemalt. Was ist so euer grösster Kritikpunkt an dem Freedom Festival? Das Problem ist, dass einerseits das Freedom Festival sehr viele Personen dort hat, die irgendwie aus der rechtskonservativen Szene kommen, bis hin zu sogar VerschwörungstheoretikerInnen. Und es hat sogar Leute dort, die der ReichsbürgerInnenbewegung nahestehen oder sogar Kontakt haben zu ihnen. Und es ist auch gefährlich für die Demokratie in der Schweiz und weltweit, wenn sich die Leute können an einem Ort so stark vernetzen und ihre Ideologie verbreiten. Jetzt hat ja einer der Organisatoren, dass sie Extremismus, Hass und Intoleranz nicht tolerieren. Müssen wir da jetzt nicht einfach auch Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit respektieren? Freiheit, wie sie halt häufig von den Bürgerlichen benutzt wird und darum auch halt von Schwurblerinnen und von halt Leuten aus der rechtsextremen Szene, ist ein Freiheitsbegriff, der extrem negiert, dass es Personen, also dass die Personen verschiedene Voraussetzungen haben, wenn sie auf die Welt kommen. Und wir möchten ja schlussendlich eine Freiheit für alle Menschen und nicht nur für ein paar Privilegierte. Jetzt sind wir ja eben in einer Demokratie und da gehört es ja dazu, immer wieder den Dialog zu suchen. Wieso setzt ihr dann auf Angriff und sucht eben nicht genau den Dialog? Also wir haben zuerst einen offenen Brief gemacht. Also wir haben sie aufgefordert, dass das Festival, also wir haben die Gemeinde aufgefordert und den Veranstalter, respektive den Grundbesitzer, um das Festival abzusagen. Sie hatten dort die Möglichkeit gehabt, um mit uns in Dialog zu kommen, aber sie haben unseren Brief einfach ins Lächerliche gezogen. Was soll das?
Ja? Ja, wir verreisen einfach bitte hoch. Hey! Hallo! Hey! Hey, wenn Sie uns sehen. So faule, hure linkes Haus. Ja. Also die ganze Aktion ist super kurz gegangen. Vielleicht sind es knapp 10 Minuten dort gestanden. Und auch kaum wenn sie anfangen, ihre Transparente und Fahnen auszupacken, ist auch schon jemand gekommen. Es ist irgendwie eine recht emotionale, hitzige Diskussion entstanden. Also man hat sich nicht auf sachlicher Ebene getroffen, so wie ich das beobachtet habe. Und ja, ich frage mich jetzt schon auch, was bringen so Aktionen? Bringen die überhaupt jemandem etwas? Wir sind auf Weg auf Volkertswil. Und zwar haben wir dort abgemacht mit den Organisatoren. Und die Idee ist auch, dass es jetzt ein bisschen das Festivalgelenk gezeigt wird, dass wir schon mal einen ersten Einblick bekommen und mit ihnen eben auch über die Beweggründe reden. Der Daniel Stricker hat innerhalb von weniger Stunden darauf reagiert, dass wir die User vor Ort gefilmt haben, wie sie eben gegen das Freedom Festival demonstriert haben. Oder hinten, oder sonst, keine Ahnung, was es verwertet. In welchem Lügenformat. Und in seinem Video behauptet er auch, dass wir vom SRF mit den User unter einer Decke sind. Also er ist uns gegenüber ultraskeptisch. Und ja, ich habe auch ein, bisschen ein komisches Bauchgefühl, was mich jetzt dort erwarten wird, wenn ich mit ihm oder den Organisatoren vom Freedom Festival ins Gespräch komme. Eigentlich wollten wir den Organisator vom Festival, den Benjamin Mudlak, treffen, aber er nimmt kurzfristig nicht mehr am Anlass teil, aus familiären Gründen. Dafür reden wir mit dem Daniel Stricker und dem Martin Hartmann, die den Anlass mitorganisiert haben. Jetzt findet ja da bald das Freedom Festival statt. Inwiefern sind Sie dort involviert? Ich bin hier eigentlich Mitveranstalter, also ich bin mehr Gastgeber vom Ort, weil die Veranstalter am letzten Ort von dieser Wiese weg mussten. Da habe ich ihnen angeboten, einfach hier bei mir bei Strickers Freiheit den Anlass durchzuführen. Und sie haben zugesagt, haben mich sehr gefreut. Mhm. Wenn Sie mir mal ein bisschen zeigen, was Sie so geplant haben, also was ist so die Idee von dem Festival? Genau, also geplant ist, dass natürlich viel geredet wird über Bitcoin, über Freiheit, über alle möglichen politischen Themen, wie man die Gesellschaft ein bisschen freier machen kann. Es wird ja Podiumsdiskussionen geben, wo Leute aus der gleichen Bewegung oder aus der gleichen Gruppierung am Podium sitzen. Mhm. Da ist ja Meinungsvielfalt, ist ja dann wie nicht gegeben. Es gibt zwei Sachen. Oder? Einerseits wollen wir gerne mit dem politischen Gegner reden, aber er kommt ja nicht. Er ist jeder eingeladen, zum kommen, wenn er will. Aber man hat gesehen, dass man Sachen vertieft behandeln kann, wenn man nicht fundamental Gegner ist. Dann ist es oft oberflächlich, gerade um eine Rhetorik. Das kennen wir von der Schweizer Fernseharena. Da geht einfach die Meinung aufeinander los und wirklich lernen tut man nichts. Wenn aber Leute mit einer ähnlichen, ähnlichen Weltanschau zusammensitzen, kann man gewisse Sachen vertiefen und den Unterschied finden und schauen, wo das jemand im Detail recht hat. Natürlich kann man sagen, es ist keine Streitveranstaltung. Das wird es wahrscheinlich nicht werden. Kann man bedauern. Ich finde es gut. Wir tun uns mit dem Argument des Gegners oft genug sonst auseinandersetzen. Und das ist ja ein Freedom Festival. Wir haben da einfach ein bisschen Spass. Wir haben mit mehreren Extremismusexperten geredet und sie sagen, das Risiko besteht, dass man also nur immer das Gleiche hört und einen Tunnelblick entwickelt. Wie ist denn das für dich als Politiker? Du gehst an ein Festival, wo von gewissen Ecken auch dafür kritisiert wird, dass gewisse Leute auftreten. Leute wie Henry Moldi, wo gewisse Verbindungen nachgesagt werden jetzt zum, ich sag mal, rechtsradikalen Milieu. Schürt das nicht auch Misstrauen oder hast du nicht auch Angst, dass sich vielleicht Leute abwenden von dir, die dich vorher spannend gefunden haben? Es gibt viele Politiker, die mit dem ein Problem haben. Die sagen dann, es geht um mein Image in der Öffentlichkeit und die haben dann automatisch einen Kontaktschuld. Also die probieren sich möglichst aus allen falschen, dubiosen Ideen fernzuhalten. Und ich möchte genau das Gegenteil. Ich möchte die Ideen eigentlich rauslocken. Ich möchte sehen, was ist die Argumentation von einer Person. Und ich glaube an Wettbewerb vom besseren Argument. So hast du den Dialog mit Politikerinnen und Politikern von links bis rechts? Oder hast du da auch eine rote Linie? Nein, ich habe eigentlich keine rote Linie. Ich diskutiere mit allen. Viele wollen dann nicht mit mir diskutieren. Aber das gehört natürlich auch zu der Diskussion, oder das ist das Risiko der Diskussion. Ich glaube sehr stark, dass freie Meinungsäußerung eines der wichtigsten Freiheitsrechte ist. Weil wenn das gar nicht besteht, dann hat man ja gar nicht die Möglichkeit, einen Missstand zu adressieren. Und nur durch das, dass etwas auch adressiert wird, kann das eigentlich auch bearbeitet und besprochen werden. Bei unserer letzten Frage platzt jemand plötzlich der Kragen. Ich wäre sehr froh, aber ich würde gerne mal vorsichtig sehen, junge Frauen und euch mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen, bevor niemand die blöde Kühle überlebt. Nach einer 5-minütigen Diskussion können wir die Frage gleich noch stellen. Es ist aber klar, dass wir nachher den Ort verlassen müssen. Also hört
für sie das Dialog suchen auch nicht dort auf, wo Leute ja, auf Braunau gehen, Fotos machen. Ja, also das ist für mich eigentlich nicht ein untergeordnetes Thema. Zudem kann ich weniger äußern, was andere Personen gemacht haben. Aber meine Kernaussage ist, entweder kann man darüber diskutieren, was man freie Meinungsäußerung darf, oder man hat freie Meinungsäußerung. Und sobald man anfängt zu definieren, was genau erlaubt ist und was nicht, dann hat man nicht mehr Free Speech. Und natürlich dann auch wieder schwierig wird, ist zum Beispiel bei Gewaltaufrufen. Und dort komme ich dann auch ein bisschen zweifeln, ob das toleriert werden soll. Ja. Extremismusexperten sagen dazu, dass die Ansicht klein naiv und die Meinungsfreiheit nie absolut kann sein kann, ohne andere Menschen zu beeinträchtigen. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg ans Freedom Festival. Jetzt findet dann auch gerade die Podiumsdiskussion statt, wo nur Leute von Massvoll werden teilnehmen. Uns ist es einfach wichtig, dass wir jetzt einmal einen eigenen Eindruck von dem Ganzen machen können. Jetzt sind wir da. Ich würde sagen, jetzt definitiv die Kamera aus. Wir haben nämlich keine Drehbewilligung von Ihnen bekommen. Um aber gleich dokumentieren können, was an dem Festival geredet wird, hat über 30 von uns mit dem Handy gefilmt. Wie andere Besucherinnen am Festival auch. Es zeigt sich, es werden Verschwörungstheorien verbreitet und Corona geleugnet. Das heisst, wenn wieder die Pandemie kommt, werden alle Ungeimpften in Lager abtransportiert und entsorgt. Also noch etwas zur Klärung. Wir reden immer noch von Pandemie. Es hat nie eine Pandemie gegeben. Punkt. Hat es nicht gegeben. In der Krankheit, was das auch immer ist, der Rest ist inszeniert. Und ein Teil vom Publikum stimmt zu und klatscht. Bestritten, eingeordnet oder kritisch hinterfragt werden so Aussagen nicht. Und was uns natürlich auch sofort auffällt, zwei Mitglieder von der Jungen Tat sind auch vor Ort. Und dann spielt der Nicola Rimoldi noch auf seinem Besuch beim Geburtsort von Adolf Hitler an. In der schönsten Stadt der Schweiz, wie Luzern. Und auch in Deutschland, im Aargau, in Braunau oder wo auch immer. Massvoll tritt über 70 Kandidaten landesweit an. Um aufzuholen, um den Feind im Inneren auszumerzen. Wir haben vor allem das Podiumsgespräch von Massvoll verfolgt. Knapp 100 Leute waren dort vor Ort. Die Veranstalter selber sagen, dass an diesen zwei Tagen, aber im Gesamten, um die 500 Leute teilgenommen haben. Also wir sind reingekommen und wirklich das Erste, was wir gesehen haben, ist, dass zwei Aushängeschilder von der Jungen Tat auch vor Ort waren. Es hat also gewirkt, als wären sie recht involviert im ganzen Festival, weil sie haben das selber fotografiert und an der Technik herumgeschraubt. Und wie wir erwartet haben, war so das Podiumsgespräch von Massvoll wirklich mehr Wahlkampfveranstaltung von ihnen gewesen, als wirkliche Diskussion. Sie sind sich immer einer Meinung gewesen. Es ist nicht wirklich kritisch hinterfragt worden. Wir haben uns ja am Anfang der Reportage also ein bisschen gefragt, hey, treffen sich da vor Ort Corona-Lügner, Verschwörungstheoretiker innen? Und ja, Leute mit rechtsextremen Tendenzen oder wirklich rechtsextremen. Und ich finde, so, nach unserem Besuch da können wir das einfach bejahen. Wir versuchen jetzt, Nicola Rimoldi gerne noch zu verwünschen, dass wir ihn mit diesen ganzen Punkten konfrontieren können. Ich helfe ja. Freut mich. Der Leroy Bechtold und das Team Freiheit, die haben wir im Vorfeld getroffen. Er hat gesagt, er nimmt hier unter anderem teil, weil er den Dialog mit Leuten von links bis rechts suche. Die rote Linie würde er dort ziehen, wo es um Extremismus geht, unter anderem vor allem eben auch um Rechtsextremismus. Jetzt, nachdem wir euch angekündigt haben, haben Sie Ihre Teilnahme zurückgezogen. Was sagst du zu dem? Ich finde das sehr peinlich, eine reine Wahlkampfaktion. Weil wer Massvoll kennt, weiß, dass wir weder links noch rechts sind, weil unsere Bundesverfassung ist auch nicht links oder rechts. Und für die stehen wir ein. Bist aber gerade du halt auch in der Kritik gestanden eben für deine Teilnahme an einer Demo zu Wien, wo unter anderem auch rechtsextreme Leute teilgenommen haben. Inwiefern hast du dich mit dem auch mit diesen Leuten dort gemeint gemacht? Wir sind von Massvoll aus an die Demo gegangen, haben mehrere Wochen lang aufgerufen dazu und haben vor Ort nichts Extremistisches gesehen. Weder Zeichen, noch Gewalt, noch Reden, sonst etwas von den Demo-Teilnehmern. Österreichische Medien schreiben aber, dass es an dieser Demonstration Auseinandersetzungen zwischen den Rechtsextremen und Antifaschisten gegeben hat. Der Martin Zellner war auch vor Ort. Das ist doch ganz klar eine rechtsextreme Person vor Ort. Es ist ganz normal, dass Geheimdienst, Medien, der politische Gegner einen mit Schlagwort versucht zu framen, auch staatliche Stellen wie jetzt der Geheimdienst, bei Leuten, die das gar nicht zutrifft. Es sind zwei Aushängeschilder von der Jungen Tat
Es scheint so, als stärkst du auch mit ihnen in Verbindung. Wie stehst du denn wirklich zu solchen Gruppierungen? Ich kann auf meine eigene Gruppierung reden. Maßvoll ist weder links noch rechts, immer friedlich unterwegs. Freedom Festival, ich bin nicht der Organisator. Insofern kann ich auch nicht bestimmen, wer an so ein Fest kommt und wer nicht. Da scheint ja schon ein Austausch da zu sein. Der ist nicht nur heute da. Ja, wirst du dich trotzdem klar abgrenzen? Ich finde es wichtig, dass man mit den Leuten redet. Aufmerksam auf seine Worte, durch eben das Framing, wo die gleiche Kühle wie bei uns immer angewendet wurde. Ich dachte, okay, wer so diffamiert wird, mit denen werde ich mal ein Gespräch kommen. Und dann habe ich gemerkt, sie sind gar nicht das, was man über sie sagt. Also du wirst sie nicht als rechtsextrem betiteln? Nein, auf keinen Fall. Wo ziehst du deine Rotlinie? Bei Gewalt, bei Fremdenhass, bei Ausgrenzung, bei Diffamierung, bei allem, was anderen Menschen Grundrechte aberkennt. Das sind aber alles Sachen, die der jungen Tat vorgeworfen werden. Zurück zum Leroy Berchtold, den wir am Anfang dieser Reportage getroffen haben. Was sind jetzt die genauen Gründe, wieso er und sein Team Freiheit sich vom Freedom Festival zurückgezogen haben? Du hast deine Rotlinie gezogen, wieso ziehst du sie genau bei Maßvoll? Personen von Maßvoll haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie keine Berührungsängste haben mit Rechtsextremen. Dass sie an Demos gehen mit Rechtsextremen, dass sie Sachen planen mit Rechtsextremen. Ja, das ist für mich einfach eine klare Linie, wo überschritten wird von ihnen. Jetzt hat aber ja der Daniel Stricker, der sehr involviert ist im Festival, ja auch gute Connections eben zum Nicola Rimoldi. Findest du im Nachhinein nicht auch ein bisschen naiv, dass er wirklich nicht damit gerechnet hat? Ich denke, man kann es schon naiv nennen, ja. Aber wir haben unsere Anforderungen gestellt und jetzt Konsequenzen gezogen. Aber gerade Priska Würgler, wo sagt, sie würde gerne den Staat abschaffen. Mhm. Ihr kannst ja schon gewisse, sage ich mal, staatsfeindliche Tendenzen vorwerfen. Ja, das ist so. Ich meine, klar, eben einerseits sage ich, ich will niemandem ein Podium geben, wo irgendwie zu Hass oder zu Gewalt oder so aufruft und extrem ist. Und ich denke, gerade bei Leuten, die staatskritisch sind, ist das in sich kein Aufruf zu Hass. Weil sie wollen nicht Leuten Leid zutun. Und darum ist aus meiner Sicht das okay, dass man mit diesen Leuten redet. Priska Würgler sagt auf unsere Nachfrage, ob sie sich selber als stadtfeindlich bezeichnen würde, dass sie der Feind von niemandem sei. Sie stehe aber für Meinungsvielfalt, Freiheit und Frieden und da werde von Staaten immer wieder mit Füßen treten. Wir wollten vom Organisator, Benjamin Mudlak, wissen, was er dazu sagt, dass die junge Tat vor Ort war. Und er hat uns geantwortet, dass sie nicht verantwortlich dafür sagen, wer das Festival besucht. Aber sie distanziert sich ausdrücklich von extremistischen Tendenzen und Organisationen. Ich finde es ja grundsätzlich okay, wenn sich Leute mit ähnlichen Ansichten untereinander treffen. Völlig wird es aber laut Experten dann, wenn so ein Anlass von rechtsextremer Ideologie unterwandert wird. Und dass durch Bewegungen wie Maßvoll solches Gedankengut den Weg in die Politik oder in die breite Bevölkerung finden könnte. So werden extremistische Inhalte normalisiert. Ich muss zugeben, diese Reportage hat mich recht gefordert. Die andere Geschichte, die für mich auch recht intensiv war, ist die, wo ich mit Prepper unterwegs war. Und abonniere doch gerne unseren Kanal.